Guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg. Heute befinden wir uns in der wunderschönen Stadt Köln. Kölscher Bier, das war es eigentlich auch, was ich über diese Stadt weiß. Anscheinend soll es hier auf jeden Fall einen sehr, sehr geilen Burger geben, der wie heißt? Fette Kuh. Randy hat mir davon viel erzählt und finde, glaube ich, raus, wie der heute schmeckt. Ja. Auf jeden Fall ist das der beste Burger der Stadt, so viel ich weiß, so viel ich rausfinden konnte und recherchieren konnte. Ich würde sagen, wir probieren den heute und schauen uns ein bisschen die Kölner Stadt an. Viel Spaß in diesem Video. Auf jeden Fall sind wir hier am Klodwigplatz, also zumindest diese U-Bahn-Station heißt Klodwig. Hier ist ein riesen Kreisverkehr. Genau, und hinter uns ist ein burgähnliches Tor, würde ich mal sagen. Das was ist? Eine Torburg, aber den Namen habe ich auch schon wieder vergessen. Severins Torburg. Geschichtlich, das lassen wir jetzt raus. Ich habe nämlich keine Ahnung, was das genau ist. Im 12. Jahrhundert erbaut. Wann? Im 12. Jahrhundert. Im 12. Jahrhundert erbaut. Das habe ich gewusst, habe ich ihm gerade gesagt. Genau, das ist halt einfach so. Und das Wetter ist gut in Köln, es macht Spaß. Wir sind unseren zweiten Tag hier und sind jetzt auf der Suche nach der fetten Kuh. Randy ist sehr skeptisch, kann ich euch schon sagen. Warum bin ich skeptisch? Ja, du hast vorhin die Bilder geschaut und meintest so, ja, so krass sieht der jetzt nicht aus. Das stimmt allerdings. Also, die Leute sagen, das ist der beste Burger Kölns. Die Bilder haben mich noch nicht so krass überzeugt. Aber Bilder sagen ja auch nicht immer alles beim Essen, sondern der Geschmack muss es machen. Am Ende dieser Straße befindet sich die fette Kuh, das Restaurant, die fette Kuh. Irgendwo hier muss es jetzt sein. Der Laden sieht auf jeden Fall sehr, sehr süß und klein aus und kulturbeladen, würde ich es mal nennen. Ich weiß jetzt nicht, ob es den schon sehr, sehr lange gibt, aber ich denke mal, das ist schon auch ein Teil von Köln. Draußen sind ein paar Sitzplätze. Da habt ihr drin, vor eurer Nase, wo ihr auch bestellt, werden alle Burger frisch gemacht. Und ja, die Karte ist eigentlich auch ziemlich simpel. Es gibt 8 bis 9 Burger so und ein paar Extras, ein bisschen Beilagen von 3, 4, 5 Salate. Oh. Unser frisches Fleisch. Frisches Fleisch. Auf jeden Fall nicht gefroren oder irgendwas? Nein. Frisch. Eieiei, sieht sehr schön aus. Wir wollten jeden Tag frisch. Hier vor Ort? Ja. Ah, okay, geil. Also in unserer Produktionsstätte. Ja. 6 Uhr fangen wir an. Ja. Bis 3 Uhr ist eine Schicht. Der eine wolft, der andere macht Soßen. Okay. Der andere hier so Zubereitungssachen, so Käse schneiden. Stark. Und dann wird's hingebracht. Geil. Brot macht ihr auch selber? Oder? Haben wir ein eigenes Rezept, aber einen eigenen Bäcker auch. Okay, sehr geil. Cool. Wir haben gehört, das ist der beste Burger in Köln hier. Ja. Bei den anderen hast du halt meist, wie du sagst, TK, Patties oder so. Ja, das spürt man auch am Endprodukt ja, dann. Ja. Okay. Also Freunde, ihr habt gesehen. Sagst du, Bro. Noch frisches Fleisch, eigenen Bäcker. Dann haben sie extra nur Leute, die die Sachen vorbereiten, zubereiten, die ganzen Beilagen klein schneiden und sowas. Auf jeden Fall werden wir 2 Burger bestellen. Ich bin persönlich immer ein Typ, ich muss auch die Pommes testen. Die Pommes sind auch sehr, sehr wichtig. Chili Cheeseburger einmal für Mario. Ich werde einen ganz klassischen Cheeseburger nehmen. Also ich finde, Cheeseburger sagt sehr viel darüber aus, ob du Ahnung hast vom Burger. Da ist keine Spielerei, das ist einfach die Basis. Der Chili Cheeseburger. Ist der extrem scharf oder? Kann dir den extrem scharf machen, ja. Wollen wir? Safe, oder? Wir haben so eine Nachbrennersoße, die kommt morgen erst. Ach der so. Ist zweimal, weißt du? Aber wenn du willst, kannst du mal probieren. Ja, würde ich machen. Also Nachbrenner, Freunde, nur noch mal zur Erklärung, Soßen brennen zweimal. Ich habe das Problem bis jetzt noch nie gehabt. Ich habe schon sehr viel Scharfes gegessen, aber... Das ist nur Habaneros mit eingekochtem Saft. Habaneros eingekocht mit Mango und Ananassaft. Sie ist schon sehr scharf, aber sie hat noch einen Geschmack. Und das finde ich gut, also das ist schon mal echt stark. Habaneros sind auch sehr fruchtig. Ja, ich würde die schon... Wollen wir die auf den Burger machen? Ja, machen wir. Weil wir hätten gern einmal einen Classic Cheeseburger. Das ist jetzt die Frage, was würdest du sagen, ist es zu, wird es zu fleischig, wenn es 200 Gramm sind? Nee, das ist genau richtig. Ist genau richtig? Okay, dann würde ich die 200 Gramm nehmen. Dann nehmen wir natürlich auch nochmal eine kleine Pommes mit dazu. Und dann bekommen wir noch einmal den Chili Cheeseburger mit der Nachbrennersoße. Ja, Freunde, auf jeden Fall zuckersüßer Laden, muss ich jetzt nochmal sagen. Wir haben jetzt die Burger bestellt. Fleisch, keine TK-Ware, das Brot eigener Bäcker, die Zutaten, alles frisch. Ich muss auch sagen, der Laden hat einfach einen cleanen und super Eindruck bis jetzt gemacht. Man
bestellt, hockt sich dann raus oder wartet einfach draußen und wird dann aufgerufen über ein Mikrofon. Das ist eigentlich auch alles. Und jetzt würde ich sagen, freue ich mich auf die Burger. Sitzplatztechnisch müsst ihr das so machen, wenn ihr eine größere Gruppe seid oder zu zweit. Einer geht und wartet schon mal draußen. Der andere geht rein und bestellt sich. Man muss sich den Sitzplatz irgendwie, ja, man muss erstmal einen kriegen. Wie viel PS sind es jetzt nochmal? 54, glaube ich, ne? Zwei Pferde, eins hat 25. Hä? Wollt ihr euch hier reinsetzen? Ich habe eine kleine Vorspeise für euch. Ich gebe euch ein Geschenk. Hier, komm mal hier rum, wenn du willst. Oh, was gibt's da leckeres? Leckerste Idee Deutschlands waren wir damit. Fritten mit Käse überbacken. Ja. Dann haben wir hier so eine Bacon-Marmelade. Chili Mayo. Eieieiei. No, guck mal, für euch mal als kleine Vorspeise. Dankeschön. Geschenk des Hauses. Danke, danke, danke. Eieieiei. Chili Cheese. Wow, sieht überragend aus. Cheeseburger. Dankeschön. Gerne. Fritten kommt auch. Sind wir mal ehrlich, alles sieht überragend aus. Wir haben hier einmal diese Pommes bekommen mit Bacon-Marmelade, dann noch eine Chili-Cheese-Soße, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, nochmal drüber gemacht. Die waren schon vorher mit Käse überbacken, die Pommes. Die sehen ein bisschen aus wie die Pommes von Five Guys. Und ich würde auch sagen, die probieren wir gleich, weil das hier war mal oder ist der leckerste Snack Deutschlands gewesen. Oder ist es immer noch? Probieren wir. Ich würde mal sagen, wir gehen hier einfach mal richtig deep rein. Eieiei. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr crazy aus. Käse, Bacon, Würfel, Chili Cheese Soße. Probieren wir mal. Ich muss sagen, ich bin nicht der größte Bacon-Fan. Das ist nicht so meins einfach. Aber das hier schmeckt sehr, 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 sehr lecker. Die haben das irgendwie gut gemacht, dass sie den Bacon schon wirklich in Richtung pikanter bekommen haben. Das ist nicht dieser süße Bacon-Geschmack, dann mit dieser Chili Cheese Soße oder ich weiß nicht genau, was das für eine Soße ist. Ja doch, irgendeine Cheese Soße wird es auf jeden Fall sein, Chili Cheese Soße. Mit dem Käse ist schon ein sehr, sehr rundes Geschmackserlebnis. Ich bin ehrlich, für einen Nicht-Bacon-Fan, dass das so gut schmeckt, ist es sehr, sehr lecker auf jeden Fall. Aber auch die Pommes, ich habe eben schon eine probiert. Sind gut? Ja. Mhm. Das sind so speziellen Geschmack. Aber die haben diesen Five Guys-Effekt, oder? Die sind schon sehr ähnlich zu Five Guys. Hat der da noch irgendwas drüber? Noch eine Chili-Cheese-Soße. Weil da unten ist so viel Saft einfach. Ja, das wird das Öl sein oder sowas. Sag Mario. Das schmeckt schon verdammt geil, muss man sagen. Und du bist auch nicht der größte Bacon-Fan, ja? Die Kombination mit dem Käse, die frittierten Pommes, den Saft da unten. Lecker. Damit hat er auf jeden Fall Marios Herz und mein Herz bis jetzt erobert. Mit Bacon. Diese Burger sehen cool aus. Dieses Messer da drin, es ist einfach so ein eigenes Ding. Es ist ein großer Burger auf jeden Fall, es ist nicht so ein Snack-Burger. Und jetzt muss eigentlich nur noch der Geschmack überzeugen. Und dann kann ich auch vollkommen verstehen, warum die fette Kuh den besten Burger Kölns macht. Wir greifen den Burger an. Wieso? Das hat so diesen Excalibur-Effekt. Das ist schon irgendwie nice auch. Ich sage euch auf jeden Fall, egal wie groß ein Burger ist, für mich gibt es nur eine richtige Art, einen Burger zu essen. Und das ist immer mit den Händen. Ein Burger wird nie mit Messer und Gabel gegessen, auch wenn der Burger riesig ist und es eine komplette Sauerei werden kann. Der Juice tropft da raus und er ist wirklich von allem wirklich eine gute Menge drin. Das Patty ist schön angetoastet von innen, dann der Käse auch schon drüber geschmolzen und jetzt reden wir nicht so viel um Weißen rein, sonst wird der kalt. Eieiei. Eieiei, die verstehen auf jeden Fall was vom Grill. Für die Menge an Sachen, die da drin sind, okay, ist dieser Burger wahrscheinlich wirklich sehr, sehr gut. Der Salat, die Tomaten, ist irgendwie alles sehr frisch und trotzdem noch kühl, obwohl dieses warme, heiße Fleisch frisch gegrillt da draufgelegt wurde. Das Brot, muss ich ehrlich sagen, schmeckt nochmal besser, als es aussieht. Es ist nicht so typisches Burgerbrot, es hat schon so eine sehr glatte Schale, würde ich es jetzt mal nennen, oder glatte Haut,
Was aber sehr, sehr geil ist, der Boden ist trotzdem stabil, obwohl da wirklich schon sehr viel Salat, Tomatenwasser und alles reingelaufen ist und auch der Juice vom Fleisch. Aber der Biss ist wirklich vollkommen und alles ergibt Sinn. Crazy. Und den probierst du jetzt auch und ich will deine Reaktion darauf sehen. Ich wollte eigentlich, wenn ich ehrlich bin, eh den hier nehmen. Ja. Ich dachte, ich wusste, dass Randy ihn auch nehmen wird, deswegen habe ich... Schmeckt schon sehr clean auch, muss man sagen, ne? Ja. Fokus liegt halt ganz klar auf dem Fleisch hier. Guter Cheeseburger, muss man sagen. Und natürlich auch, wie die das Fleisch gegrillt haben, das muss man denen ehrlich mal lassen, das ist perfekt rosa innen. Nur außen hast du diese schöne, dunkelbraune Haut. On point. Jetzt kommen wir zu Marios Burger, den Mario jetzt probieren wird. Er hat den Chili Cheeseburger genommen mit der Nachbrennersoße, wo ich auch wirklich sagen kann, ich habe nur so eine Gabelspitze genommen, die war schon gut scharf. Es sieht nicht aus wie ein klassischer Chili Cheeseburger, oder? Ja. Chili Cheeseburger, ich hatte so das Bild von Burger King Chili Cheeseburger vor Augen. Ja. Aber das haben wir ja gar nicht. Schauen wir mal rein. Ah, ich denke, es ist so ein Chili mit Chili con Carne mäßig, weißt du, das ist also Bohnen und Mais. Aber auch mit Hackfleisch drin, oder? Ah, check diese, ja. Also es ist mehr so ein Chili con Carne Burger. Das ist ein massiges Teil auf jeden Fall. Auch sehr saftig. Hau rein, das Ding. Das wird eine böse Sauerei. Also man muss sagen, dieser Burger ist total saftig durch dieses Chili. Fleisch wieder on point. Yeah. Der Bun ist halt auch, klar, jetzt steht schon ein bisschen länger unten. Das Bun ist jetzt schon zu aufgeweicht, muss man sagen. Yeah. Insgesamt ein Geschmackserlebnis. Und was wollte ich sagen? So scharf finde ich ihn eigentlich gar nicht. Ist ein bisschen zu groß, einfach unhandlich, oder? Ja. Aber sonst auf jeden Fall sehr gerne. Ich würde sagen, du probierst Randy. Die Unhandlichkeit, ja, kann man sagen, ist ein guter Punkt. Würde ich schon so durchgehen lassen. Ich muss halt aber auch sagen, das ist so ein bisschen rustikaler, so ein bisschen männlicher, sagt man. Ich bin aber jetzt verwundert, dass der Burger nicht so scharf ist. Ja, das Brot ist jetzt sehr aufgeweicht, aber es ist trotzdem noch stabil. Es hält. Probieren wir das gute Ding. Der Burger ist gut, nur ich persönlich, dieses Mais, dieses hat für mich auf dem Burger eigentlich nichts verloren. Das ist aber trotzdem, würde ich sagen, so ein Experiment-Burger, der auf jeden Fall gelungen ist. Also der Burger ist gelungen, der ist gut, den kann man bestellen und die können halt am Ende des Tages, das Fleisch ist der Chef auf dem Burger. Somit, wenn die anderen Sachen jetzt nicht komplett willkürlich gewählt sind, kann der Burger nur gut sein, wenn das Fleisch gut ist. Was ich auch sehr feiere, ist die Pommes. Sind schön knackig, trotzdem merkt man noch so diese Kartoffeleffekt, nicht dieses Industriezeug. Und dann haben wir Trüffelmayo. Und Trüffelmayo ist was sehr, sehr Feines, muss ich ehrlich sagen. Mm. Der Tisch ist aufgegessen. Der Tisch ist nicht aufgegessen, sondern das Essen ist aufgegessen natürlich. Dieses Bacon Chili Cheese Fries Gemisch war auf jeden Fall, muss ich ehrlich sagen, jeder, der Bacon Liebhaber ist oder sowas, kommt hierher. Probiert das, das war super lecker. Ciao, ciao. Danke euch. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao, ciao, ciao. Was ist deine Meinung? War auf jeden Fall ein Besuch wert. Was ich dem Koch auch selber schon gerade gesagt habe, ist, was mir gefehlt hat, ist ein bisschen dieses Salz, dieses Pfeffer, dieses einfach auf dem Fleisch. Das Fleisch hat ein bisschen flat. So flach geschmeckt. Es ist halt nicht der typische Snackburger gewesen oder so. Er war sehr, sehr groß. Trotzdem hat er sehr gut geschmeckt. Eigentlich war die Konstruktion schon sehr gut, weil der Burger halt sehr, sehr groß ist und trotzdem gut gehalten hat. Das ist auf jeden Fall ein Besuch wert, so wie Mario schon gesagt hat. Ob das der beste Burger ist in Köln, weiß ich nicht. Aber der Burger ist geil, der macht Spaß zu essen. Ich würde den auf jeden Fall wiederkommen. Also ich würde auf jeden Fall wiederkommen und den essen. Falls euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Bis zum nächsten Mal. Mach die Kamera aus. Okay, sorry.